Hallo aus Heidelberg. Hier auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht ein total moderner Holzbau. Und der Architekt Hans Drexler von DGJ Architektur führt uns jetzt herum und erzählt uns, was er sich dabei gedacht hat. Genau, also wir stehen jetzt quasi im Zentrum dieses Neubaus und man kann jetzt hier erkennen, was uns eigentlich auch beim Entwurf am allerwichtigsten war. Das ist ja ein gemeinschaftliches Wohngebäude, das heißt also die Menschen, die später hier leben werden, sind sehr daran interessiert, eben auch zusammen zu wohnen. Und eben dieses gemeinschaftliche Wohnen wollten wir auch in ein räumliches Erlebnis übersetzen. Und deswegen haben wir das Gebäude so entworfen, dass also alle Wohnungen durch einen Laubengang erschlossen werden, der im Moment noch nicht sichtbar ist, weil der später nach dem Holzbau nachgezogen wird. Also wir haben den Holzbau, der innenseitig eben mit diesem Laubengang aus Beton als Erschließung versehen wird. Und aus diesem Grund ist auch diese Fassade zu dem Laubengang als Fluchtweg eben aus einem nicht brennbaren Stahlblech gefertigt und nicht aus Holz wie auf der Außenseite. Den Bereich, den wir jetzt hier vor uns sehen, wo dieses Material lagert, das ist die sogenannte Aula oder der Veranstaltungsraum. Da war eben die Idee, dass dieses Gebäude auch ein Bildungsangebot an das Quartier und an die gesamte Stadt Heidelberg macht, indem eben in dieser Aula dann später auch Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen stattfinden können oder Seminare und das Gebäude eben so auch eine öffentliche Nutzung oder eine Funktion im Stadtgefüge haben kann. Das Gegenüber von diesem Neubau ist dieses Altbaugebäude, was noch aus der Militärnutzung stammt und was dann später im nächsten Schritt eben auch zu einem studentischen Wohnen mit eben ergänzenden Nutzungen umgebaut werden soll. Und uns war eben wichtig, dass wir diese Grundidee des Collegium Academicums, des Zusammenlebens in ein räumliches Erlebnis übersetzen. Also alle Wohnungen und diese Gemeinschaftsflächen orientieren sich eben hier auf diesen gemeinschaftlichen Bereich, auf den Hof in der Mitte und diese Aula, sodass dann eben auch jeden Tag, wenn man so aus der Wohnung geht, ein ganz starker Blickbezug zu den anderen Menschen, die in dem Gebäude entstehen und so zufällige Begegnungen, insbesondere eben auf diesen Laubengängen. Und das ist eigentlich das, was uns dann eben so vom Wohnen her interessiert hat, dass eben dieses Gebäude und die Architektur und auch die Erschließung, die wir entworfen haben, im Grunde genommen dieses soziale Konzept unterstützt, was die Bauherrschaft mit dem Gebäude verfolgt hat. Also hier sind wir jetzt in einer von den Wohnungen und was man hier ganz gut erkennen kann, ist zum einen das, was uns eben auch sehr wichtig war, dass das Gebäude eben innen wirklich mit sichtbaren Holzoberflächen ausgestattet ist und dass man eben auch die Konstruktion im Innenraum erleben kann. Man sieht diese freistehende Stütze und man kann eben auch diese Holz-Holz-Verbindungen, die wir entwickelt haben, gut erkennen. Und das sind tatsächlich auch die tragenden Verbindungen, die dann eben hier den Kraftschluss zwischen der Stütze und dem Balken herstellen zum Beispiel. Und was eben interessant ist an dem Konzept, ist eben, dass dieser Skelettbau ermöglicht, dass eben diese Wandfelder hier an dieser Stelle oder an dieser Stelle ausgefacht werden können, sodass dann die BewohnerInnen später entscheiden können, ob sie jetzt eben hier diese Fläche von 14 Quadratmetern für sich selber beanspruchen oder eben eine etwas kleinere Fläche von nur 7 Quadratmetern und die Trennwand hier aufbauen. Und das Konzept sieht tatsächlich vor, dass eben diese Trennwände dann auch von den späteren BewohnerInnen selber eingebaut werden. Das heißt, also hier wird noch der Boden eingebaut und natürlich die Verkleidung von den Bädern und dergleichen. Aber diese Stellung von den Trennwänden können dann die BewohnerInnen selber entscheiden. Und wenn ihr mehr über dieses Projekt wissen wollt, schaut einfach mal auf die Webseite collegiumacademicum.de. Und Hans Drexler hat auch schon in seinem Blog auf seiner Seite der DGJ-Architekten darüber berichtet. Und wir sammeln im ProKlima-Blog ganz viele Interviews und Geschichten.
Zuschauen und mehr Fachwissen findet ihr auch in unserem ProKlima-Blog. Abonniert unseren YouTube-Kanal und vergesst die Glocke nicht.